Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Prison Architect. Wir sind wieder zurück am Start und wie immer, ne, wir schnacken nicht lang rum, direkt mal entpausieren und wir lassen mal dem Treiben hier weiterlaufen. Okay, wir haben den Blumengarten in der letzten Folge einmal gemacht, um nochmal hier rekapitulieren. Gegen 2 Dollar durch Snacks, unser Cashflow ist eher bescheiden, um das mal so zu sagen. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran. Generell haben wir alles ein bisschen sicherer gemacht, wir haben einen Zaun jetzt, wir haben generell einen etwas mehr geordneten Ablauf, möchte ich sagen. Hier haben wir auch so, na gut, nicht zugemacht, aber hier haben wir auch schon mal eine Wand gezogen. Expandieren ist auch demnächst mal hoffentlich drin. Wie gesagt, wir warten auf die 90k hierfür. Brauchen wir unbedingt, sonst können wir nicht viel weitermachen. Aber das wird verflucht teuer. Von hier oben wird dann noch die schwere Sicherheitsstufe auch noch hinkommen. Das heißt, wir brauchen eines und das ganz viel, und zwar Geld. Wir brauchen ganz viel Geld. Besserung durch Bildung warten wir immer noch. Infizierte Häftlinge. Einer. Da kriegen die das ja hin, weil es waren sehr, sehr viele kurzzeitig, das weiß ich. Hier platzieren sie Überwachungskameras in ihrem Gefängnis, dann kriegen wir 20.000. Schmeckt schon mal. Wir wollten Kameras so oder so platzieren. Wollen wir damit einfach mal anfangen? Boah, ja, Toilette ist halt immer so, ne? Oder in der Dusche gehört sich nicht. Deswegen machen wir das nicht in der Dusche direkt, sondern hier. Guck mal. Das ist doch noch in Ordnung, oder? Zack. Dann kriegen wir auch, wie gesagt, das Geld dafür. Hier ist sowieso immer jemand drin. Okay, wo ist denn oft Stress, wo wir keine Einsicht haben? Also generell ist es vielleicht gar nicht so uninteressant, hier drin welche zu haben in den Trakten, oder? Hier eine vielleicht so. Immer so eine, also, weil wir können jetzt nicht zigtausend Kameras platzieren. Aber immer hier so. Weil hier haben wir nicht immer Einsicht. Vor allen Dingen, wenn wir dann irgendwann, und das kann ich jetzt schon mal sagen... Also, ne, die Wachen werden in der Kantine bleiben, die werden auf dem Hof bleiben. Aber wenn das alles ein richtig geschlossenes System ist, werden hier viel, viel weniger Wachen, glaube ich, drin unterwegs sein. Deswegen... Ja, auch schon mal eine hin. Denke ich, wird das früher oder später sehr interessant werden. Und dann brauchen wir natürlich ein bisschen Insight. In Form von halt, ne, Kameras. Und wie gesagt, die haben wir gleich dran platziert. Sprich dann halt auch, kriegen wir mehr Money. Kriegen wir die 20.000, können einen neuen Zuschuss uns gönnen. Zumal dem hier fehlt uns halt auch noch was. Wobei die, ja, Taste-Ausgabe machen wir direkt mal. Die sind jetzt vielleicht nicht so interessant. Was ist das hier? Buchhaltung nutzt die bestehenden Gesetzeslücken, Stücken. Ne, Lücken, nennen wir mal. Bis zum Anschlag aus, tritt zur offiziellen Sonne, die Geschäftsprozesse, blablabla. Dadurch haben wir gesagt, sie sparen insgesamt 3.000 Euro. Das ist halt sehr lecker, ne? 50.000 kostet es aber auch dementsprechend. Das Geld haben wir gerade, aber das möchte ich jetzt lieber in neue Gebäude investieren, bin ich ganz ehrlich zu euch. Warum habe ich draußen eine Patrouille gemacht letztes Mal? Ah, anscheinend. Ja gut, dann soll das mal so bleiben erstmal. Das heißt, das Geld werden wir direkt investieren. Hier haben wir schon, die haben wir auch geplant. Ja, moin, na klar. Hier wollten wir einen Schulraum machen, ne, und, so einen Unterrichtsraum, damit wir die Taser endlich mal machen können. Und das sollte was werden? Wir können auch aus einem Exportraum machen vielleicht, ne? Ah, eine Leichenhalle, na klar. Ja, guck mal, jetzt dämmert es wieder. Das ist hier Leichenhalle, hier Unterrichtsraum. Wird geplant. Können wir dann ja gleich einmal unterteilen. Hier Unterrichtsraum, gerne zwei Türen. Und hier für die Leichenhalle bitte eine Personaltür, damit das ein bisschen alles weiß nicht aussieht. Das erweitern wir hier einmal. So. Das machen wir einmal. Das soll genau nochmal ein Personalraum werden. Zack. Ja. Mit anderen Worten, die haben jetzt gleich wieder eine ganze Menge zu tun. Dann wollten wir einmal nochmal das kopieren und nochmal zwei Büros, glaube ich. Schnelles Bauen. Gib mal her. Ja, guck mal, kopieren wir doch gerade mal gleich diesen Block hier, oder? Passt ja mit am besten. Kostet uns 4.000 von dem Grund. Also, ne, von dem Rohbau her. Alles andere wird wahrscheinlich viel, viel teurer sein. Wir kennen es nicht anders mittlerweile. Wenn das alles gebaut ist, können wir dann, ne, den Rest machen. Wände abreißen einmal bitte hier. Denn das erweitern wir einmal. Ne, damit wir auch mal hier unten weiterbauen können. Weil wir haben hier oben ordentlich expandiert, aber hier unten fehlt noch wahnsinnig viel. Zudem fehlt hier unten noch ein Besucher- und Bewährungsraum für die Häftlinge. Weil das machen wir dann irgendwann nur für die niedrige Sicherheitsstufe hier, die Gegend hier. So. Besucher und sowas läuft alles mittlerweile. Eingangs... Ach, übrigens, wir haben Kameras und wir haben das Geld gerade bekommen, ne? Nice. Nice, nice, nice. Aber so, wir haben einen Überwachungsmonitor nur. Das heißt, mittlerweile bräuchten wir auch eigentlich einen neuen... Sicherheitsraum. Na komm. Also auf jeden Fall können wir Folgendes mal. Komm mal her. Verbinden. Zack.
Weiß gar nicht, wie viel gleichzeitig. Ja, 8 stand da, glaube ich, ne? Na gut, dann können wir damit aber erstmal alles verbinden, was wir haben, ne? Also fast wahrscheinlich. Ich muss gleich mal schauen. Noch 2 Stück. Fast. Ja, das Ding ist, hier ist ein Eingang. Hier wird noch zugemacht. Warte. Wo bist du, liebe Kamera? Da. Hier wird ja auch noch komplett die Wand einmal zugemacht. Ne, hier wird ja auch nur ein Durchgang hier sein. Das heißt, da kann man auch nochmal Verbindung machen. Aber die Kameras machen, gucken schon mal und wir sehen in der Dusche ungefähr, was los ist. Und wir sehen nur ein bisschen was von den, von diesem Duschraum hier, ne? Das heißt, na gut, auf Klo gehen können sie aber nicht, ohne dass wir es sehen. Na gut. Cashflow ist wieder gesunken etwas. Ja. Aha, was haben wir denn da unten? Gut, dass wir die Eingreifstruppe direkt da haben. Bevor das hier eskaliert. Wird nämlich nichts, Kollege. Wird nämlich nichts. Der Zug ist abgefahren. So, nochmal bitte alle hier sammeln, damit auch wirklich alle da sind. Genau, da oben kommt nämlich auch nochmal jemand. So. Genau, erstmal die Tür wieder heile machen. Ach, das sind immer so Kosten, die nebenbei entstehen. Das ist echt immer ein bisschen ärgerlich. Todestrakt von unser Gefängnis würde fallen. Ein Todestrakt? Ja, soweit sind wir aber noch nicht, Kollege Schnürschuh. Da sind wir einfach noch nicht. So, hier haben wir einmal erweitert. Sehr nice. Dann machen wir bitte einmal den Frachtboden. Und machen den Lieferraum etwas größer. Zack. Kann man doch bestimmt machen. Warte, jetzt haben wir natürlich aber nicht genug Licht. Also setzen wir damit nochmal gerne eins hin. Warum nicht? Geht das noch? Ja. Aber hier sollten wir das neue Stromnetz dann demnächst mal auch benutzen. Ach, jetzt ist hier kein Durchgang, ne? Ach, die müssen ja ewig lang laufen jetzt, die Bauarbeiter. Ja, warte mal. Mach mal das bitte weg. Dankeschön, jetzt könnt ihr da auch durchlaufen. Übrigens, das gehört dann jetzt auch, ne? Das ist alles ein Raum. Zack. Da warten wir mal kurz. Das ist alles ein Riesenkomplex, Leute. Guck mal. Na? Jetzt macht doch hier keine Faxen, ja? Dankeschön. Türen. Eine große Gefängnistür wieder hier. Zack. Haben die jetzt aber relativ schnell gemacht, ne? Oder täusche ich mich da? Das ging wahnsinnig schnell. Gut, hier drin, sowas müssen wir einmal manuell machen. Wir haben jetzt davon noch 7 Kondensatoren, die würde ich erstmal benutzen und den Rest machen wir Max. Das wird, ja, wobei, wir machen erstmal die normalen bitte nur. Wir müssen auch ein bisschen auf das Geld achten, sind wir mal ganz ehrlich. Und, so. Weil wir haben jetzt gerade wieder in Anführungszeichen nur 40.000. Das ist so wahnsinnig schnell weg, wenn du halt ein bisschen was anbauen musst. Das darfst du halt nicht unterschätzen. Normalerweise wäre das Netz hier weitergegangen, dann würde ich sagen, machen wir auch hier das Stromnetz mal neu. Zack. Gönnt euch. Next Stromnetz ist am Start. Gute Frage. Nächste. Machen wir sonst so und so. Und hier machen wir so und da nochmal. Strom ist kein Problem. Jetzt müssen wir wegen Wasser gucken. Das müssen wir nochmal hierher verlegen. Zack. Alles entspannt. Bam. Und nochmal hier. Zack. Und was wir direkt machen. Bam, Junge. Für niemand anderen bitte, ja? Für niemand anderen hier. Und hier unten machen wir erstmal eine Gefängnistür hin. So. Personalraum muss auch, also jetzt müssen wir generell nochmal alles Mögliche einrichten. Das heißt, jetzt hier in der ersten Folge jetzt von der neuen Aufnahmesession ist auf jeden Fall viel mit Einrichtungen und so. Aber ich denke, das ist fein. Den haben wir jetzt, ich glaube, so 1:1 fast gemacht, ne? Vielleicht machen wir dann hier so 2 Toiletten weniger, ne? Damit er sich nochmal ein bisschen, ich sag mal, abhebt von anderen, von dem anderen. So. Nein, so. Aber bitte Serviertisch. Ne, ein großer. Jetzt brauchen wir aber noch Sitzmöglichkeiten und das war ordentlich. Wobei ordentlich schwierig sein könnte, weil wir kaum noch Platz haben. Na gut, wir machen trotzdem so. Ist ein bisschen enger hier. Es tut mir auch fast leid, aber was sollen wir machen? Und wir machen echt nur 2 Toiletten hin. Komm, wir machen nur 2 Toiletten. Ich denke, das ist fein.
haben wir auch ein bisschen mehr Sitzmöglichkeiten und die können ja auch woanders auf Toilette, ne? Das gehört ja nochmal dazu. Sollen sich mal nicht so anstellen. Getränke. Automat braucht so einen Personalraum, gar kein Problem. Los, wir machen einen Spielautomat, sagte ich, glaube ich, ne? Wo ist denn da oben? Und ich glaube, das Ding braucht noch ein Sofa. Dann, ja, jetzt wird es langsam schwierig. Hier sind Toiletten. Oder wir machen das hier, wir löschen einmal und machen einfach hier ein Sofa hin. Ach komm. Hier so zwei Sofas. Nein, komm, wir machen so. Das ist hier ein richtig luxuriöser Personalraum. Hier sind die Leute sehr gerne. Deswegen wird dieser Personalraum wahrscheinlich auch mal sehr, sehr voll sein. Weil die Leute wissen, hier ist der Luxus. Wenn ich auf Toilette gehen möchte, ist schwierig wahrscheinlich, weil hier ist halt immer besetzt. Aber ansonsten ist hier richtiger Luxus. So will ich das haben. So. Toiletten. Bam, Junge. So, wenn dann gleich das Licht auch da ist, dann geht uns auch wortwörtlich ein Lichtlein auf hier. Ist doch angeschlossen, warum? Ah, jetzt sehe ich ein bisschen was. Okay, sehr gut. Sehr nice. So. Mal ein bisschen hier einrichten, damit es ein bisschen wohniger aussieht. Ein bisschen wohniger, wie auch immer. Zack. Und hier. Und da. Das sieht doch erstmal gar nicht so schlecht aus. Okay, Cashflow ist wahnsinnig bescheiden. Okay, warte. Wie viel kommen denn? What? Oh. Ach, jetzt haben wir so einen Zwiespalt. Wir haben halt auch die ganz schweren Jungs jetzt. Das Ding ist, die hier und die hier, die werden halt alle hier wieder gesammelt werden, weil wir sonst keine Zellen haben. Aber wir würden auch die 62k kriegen, was wahnsinnig lecker ist. Nehmen wir mit. Ganz ehrlich, drauf geschissen, nehmen wir mit. Aber wenn ich das mache... Tut mir leid, das muss sein. Da verstehe ich keinen Spaß mehr. Da holen wir aber noch ein paar mehr schwere Jungs von uns mal hier rein, würde ich sagen. Ja, da ist dann nämlich der Aufstand, den ich erwartet habe. Deswegen ist das jetzt kein großer Aufstand, weil das sind halt nur ein paar. Aber wenn halt hier richtig voll ist, dann schwierig. Und ja, man kann sich definitiv drüber streiten, ob das legal ist, was wir hier machen. Ist es nämlich nicht. Aber ich sag mal so, der Knast braucht Geld. Ne? Und manchmal muss man erstmal investieren, damit man Gewinne machen kann. Und die Investition ist hier da, dass wir die alle auf den Haufen setzen. Es tut mir leid. Ja, jetzt wäre vielleicht dann doch so ein, naja, du gut, Tablett-Ding, Stapel-Ding, whatever, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Mal bitte das, damit das schon mal deklariert ist. Das wird einmal eine Leichenhalle. Das brauchen wir unbedingt mal. Meine Leichenbarre, bitte. Ich werde jetzt nicht 1000 Leichenbarren hier reintun, weil das auch noch irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen nett aussehen, sage ich mal. In der Hoffnung aber, dass wir das nicht wirklich irgendwann dann ändern müssen. Weil es so viele Tode halt gibt. Wäre nicht so schön. Warte, wir machen das. So. Damit das nicht komplett gleich alles auch aussieht. Weiße Fliesen und unter die Leichenbarren setzen wir gleich Metallböden. So. Da ging aber wahnsinnig schnell. Gut, okay, das wird alles sofort hier reingespawnt, ne? Natürlich ein wahnsinniger Luxus für uns. Und eine Krankenstation brauchen wir nochmal eine neue. Okay, I see. Einsatztruppe, ab nach oben, einschließen. Zack. Unterwegs. Die lassen sich aber Zeit. Ah, die haben gut, die haben das gut aufgehalten, unsere Polizisten hier, ja, aber Einsatztruppe ist da. Ab nach oben. Ja, ist sorry, Leute, sorry, ja. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, hier oben ist gerade Stress. Das können wir wieder machen. Aber weil wir eh jetzt schon vor der Tür stehen, rein. Damit aber die unteren Trakt weitermachen können, ne? Damit die jetzt essen können und sowas und nicht dann auch noch sauer werden. Sehr gut, macht ihr das? Oben ist noch jemand? Holt ihn euch. Ja, das sind wieder Reparaturkosten, das glaubst du wieder nicht. Bandmitglieder müssen wir gleich mal schauen. Wie geschafft.
Ihr seid einfach richtige Helden. Für mich gerade auf jeden Fall. Ohne euch, Alter, wird es hier viel, viel mehr eskalieren. Wie viele Wachen haben wir verloren? Ein paar. Stellen wir auf jeden Fall gleich mal ein paar neue ein, wenn der Cashflow da ist. Was ist euer Problem? Sicherheit, Luxus, gut. Kleidung, ja. Sicherheit muss ich mir auch nochmal ein bisschen mit reinfuchsen hier. Das ist einmal ein großes Problem. Das Ding ist aber, ihr seid doch komplett abgetrennt von denen da oben. Was da oben passiert, kann euch doch egal sein. Ihr seid hier in dem Sinne sicher. Weißt du, wie ich meine? Das wird eigentlich kein Problem sein. So. Wie gesagt, das wird hier noch zugemacht. Damit der Eingang nur noch hier stattfinden wird. Aber jetzt muss er natürlich noch da sein. Snack gekauft ist halt immer nur 2 Dollar. Das ist immer nur so halb schön. Also, Personalraum wird direkt genutzt. Leute, Spielautomat, gönnt euch. Und ihr kriegt gleich richtig Besuch. Wir haben auch schon eine ganz hohe Sicherheitsstufe da drin. Ne? Ja, warte mal, ist doch schon da, ne? Müssen die nicht schon da sein? Aber das ist doch vorbei. Warum kamen die denn jetzt nicht? Oder habe ich das Zeitfenster gerade verpasst? Weil der Cashflow hat sich nicht geändert. Warum hat denn das jetzt nicht funktioniert? Oh Leute, das Geld wird langsam echt ein bisschen knäppjes. Ich brauche halt die Leute, ne? Ihr seht es ja selber. Alle bitte hier unten sammeln. Alles klar, ab in die Mitte. Ja, Geld gleich null, würde ich sagen. Das gab nicht so viel. Okay, 21 Sachen, ne? Jetzt haben wir nur noch 21.000. Das ging wahnsinnig schnell. Okay, Zuschüsse. Was, da ging doch irgendwas Gutes, oder nicht? Besserung durch Bildung? Ja, geht gerade nicht. Wir brauchen mehr Zellen vielleicht. Oh, wir brauchen so viel. Es ist unglaublich. Fertigungsanlage. Die Taser würde ich halt auch gerne mittlerweile mal haben wollen. Warte mal. Das Ding ist, ich müsste das halt nochmal, diese Außenwand nochmal hier nach links kopieren. Dafür reicht der Platz natürlich jetzt gerade nicht. Und ich würde, wenn, dann gleich gern Ganzes machen. Das heißt, ich wollte aber direkt die 90.000. Wenn ich nach oben erweitere, kann ich was für die schweren Jungs machen. Weiteres, immer so einen Zellentrakt. Damit wir die auch mal unterkriegen. Das kostet mich auch nur 45.000, weil es natürlich nicht in die Breite geht. Aber wenn ich das hier kaufe, dann wird diese Erweiterung auf der Seite noch wesentlich teurer werden. Aber wir kaufen uns die als nächstes. Weil die müssen wir unterbringen. Weil davon werden wir jetzt auch, glaube ich, mehrere geliefert bekommen, sage ich mal. Und so muss ein paar Leute entlassen. Zum Beispiel habe ich bewaffnete Wachen eigentlich viel zu viele. Weißt du was? Ich entlasse euch. Warten wir auch nochmal 300 ungefähr. Ich glaube, 10 Stück reichen da definitiv erstmal aus, weil wir benutzen ja gar nicht so viel. Ja, wobei, hier haben wir auch 2 nochmal in Patrouille. Hier ist noch einer drin. Wir machen mal mit 10 draus, komm. 50 Arbeiter könnte man eigentlich auch theoretisch nochmal rausnehmen. Guck mal, wir haben ja einen Todesfall und direkt bezahlen wir wieder dafür irgendwie. Das Ding ist, ich kann natürlich denen sagen, jo, ihr dürft hier oben mit rein. Oder ihr dürft hier unten mit rein. So nach dem Motto, so, ihr könnt euch hier aufhalten. Weißt du was? Ihr dürft euch hier jetzt aufhalten. Nur in dem Bereich. Das ist euch hier alles erlaubt, da dürft ihr nicht arbeiten. So, es geht mir darum, dass die auch was machen dürfen. Dürfen die doch jetzt hin, oder nicht? Offiziell? Ah, jetzt ist der Durchgang da. Jetzt geht's los. Alles klar. Ich hab's jetzt zu den leichteren Fällen hingeschickt und hoffen, dass sie da weniger Ärger anstiften. Irgendwie. Jetzt können sie aber duschen, jetzt sterben vielleicht auch weniger und wir können den Cashflow erhöht lassen, sage ich mal. Wehe, ihr macht Stress, Alter. Das kann nicht gut für euch enden. Ich habe das jetzt gemacht, damit ihr eine ganze meiner Kantine essen könnt, damit ihr dies und jeniges machen könnt. Damit ihr Teil des Knastes werdet. Alter, was da drin los ist. Gönnt euch. Vorzeitige Entlassung 3000 schmeckt tatsächlich immer gut. Wir machen trotzdem jetzt auch schon mal den Raum hier fertig. Wir müssen vorankommen. Was nehmen wir denn dafür? Boden? Den dann, ne? Komm. Unterrichtsraum. Wir brauchen diese Taser. Dann einmal bitte zack.
Zack. Tafel immer gerne gesehen. In einer Schule oder im Schulraum oder Unterrichtsraum umso lieber. Ach, noch Wasserspender ist auch eine coole Idee. Machen wir auch gleich. Weißt du, eigentlich haben wir voll kein Geld, aber dafür ist immer ein bisschen Geld da gekommen, oder? Ja, nee, dann machen wir doch. Ach, es war so klar, dass er das immer alles abreißt direkt. Das finde ich immer so schade. Machen wir so, oder? Sorry, du darfst die Arbeit sofort weitermachen. So. Wo war der Wasserspinner? Ich fand das eine coole Sache. Zack. Und was immer eigentlich auch gut passt, wo ist das? Passt immer gut. Wo, wie heißt denn das jetzt auch? Ich komme auf den Namen nicht. Das ist da, wo du hier die Klamotten aufhängst. Wie heißt denn das doch gleich, Alter? Richtig lost gerade.